Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das Vergessene Land. Wie schon im letzten Part gesagt, werden wir jetzt die zwei Spezialpower hier weiterentwickeln lassen. Und dann werden wir auch direkt zum Boss gehen. Und ich möchte mal das Bombenkett... boah, sieht das cool aus. Die Spezialpower hat sich zur Bombenkette weiterentwickelt. Sandsack im Raum nebenan hilft dir gern dabei, verschiedene Kampftechniken auszuprobieren. Alles klar. Was zum... Was zum Teufel? Was ist das denn? Wie genau funktioniert das? Kann man das? Kann man das irgendwie zum Explodieren bringen? Ich habe gerade voll vergessen, dass ich gerade am Aufnehmen bin. Hab dann gar nichts mehr gesagt. Mega gut, ey. Ja, nee, keine Ahnung. Ich denke, es ist wie normale Bomben. Nur, dass der Explosionsradius halt größer ist und dass die Bomben alle gleichzeitig explodieren, wenn sie miteinander verbunden sind. Ja, ist ganz cool. Krimskrams Igelblaupause. Okay. Ja, dann zeig mal her. Was ist da so los? Ding, 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 ding. Okay. Was zum Teufel? Ist das geil, ey. Oh man, es sieht mega dumm aus, aber es ist natürlich witzig. Es ist natürlich absolut witzig. Oh, es ist dämlich, ey. Oh, der Bienenstachel. Bah. Also der Wespenstachel oder was auch immer das ist. Okay, das sieht ein bisschen eklig aus, aber ist cool. Kann man Schlaf auch weiterentwickeln lassen? Ah, lass mich schlafen. Ich bin müde. Was? Okay, alles klar. Ja, werden wir uns natürlich auch noch alles anschauen. Die ganzen Sachen. Aber das kommt auch ganz am Ende. In einem Bonuspart. Muss mal schauen, wie ich das dann unterteile. Aber ich denke, ich werde dann einfach einen ganz großen Bonuspart raushauen. Aber gut. Zocken wir jetzt erstmal einen Boss. Achso, hier übrigens, war das hier? Ja, hier. Für alle, die es interessiert, gewinne den Kampf, ohne ins Wasser zu fallen. War mega easy, man muss einfach nur ein bisschen vorsichtig sein. Finde den goldenen Fisch, war die letzte Mission. Und der ist in dem Bereich, wo man eigentlich eine Tür erwarten würde. Aber keine Tür ist. Wer den letzten Part gesehen hat, der weiß, was ich meine. Ja, aber ihr müsst einfach nur die Augen nach dem Fisch... Achso, das ist da, bei den zwei Treppen da. Ja, da in der Nähe. Ja, man muss einfach nur die Augen nach dem goldenen Fisch offen halten und das war's. Das ist ziemlich easy, den zu finden. Dann muss man einfach nur dahin gehen und, ja. Dann wird einem das auch direkt als erledigt angezeigt. Also keine große Sache. Eine Maxi-Tomate, okay.
Oh, die Igelfähigkeit kriegen wir hier. Chakram und Vulkanfeuer. Ja, ich nehme die Igelfähigkeit. Da habe ich Bock. Hä? Hallo? Okay. Okay. Hoch mit dir. Oh! Da sind die Waddledees. Das war ja einfach. Hallo. Oh. Wutwedel Tropic Woods. Geil, ey. Oh, Mann. Ja, cool. Tatsächlich Wispy Woods. Nur als, ja, tropische Version. Ach, und die, das Krimskrams, das macht auch Damage. Oh, das ist ja cool. Und was auch mega gut am Igel ist, wir können natürlich nicht getroffen werden, wenn wir in dieser Igelform sind. Und jetzt werden wir zurückgeweht. Okay, kriegen aber keinen Damage dadurch. Das ist gut. Ja, easy, würde ich sagen. Was zum Teufel? Aua. Scheiße. Okay, also wir können uns auf jeden Fall dieses nicht getroffen werden, sowas von abschmieren. Aber okay. Vielleicht müssen wir es ja auch nicht machen. Aber ich gehe wirklich mal davon aus, dass das eine Mission sein wird. Und da ist er auch schon down. Und die klassische Verliererpose. Macht er ebenso. Besiege den Boss innerhalb von 2 Minuten. Haben wir direkt geschafft. Oh, und wir kriegen eine Blaupause. Für den Entdecker. Das ist geil. Let's go. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Das war's. Alles klar. Nice. Zerstöre die Wurzeln von Tropic Woods. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das ist mit dem Kugelblitz. Wie viel Damage macht man da? Das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Wollte ich ja eigentlich machen, aber machen wir. Machen wir jetzt direkt. Der Waddle, die Gelehrte, ist in der Stadt. Er wird dir Tipps geben, wie du fehlende Blaupausen finden kannst und verrät dir noch viel mehr. Okay. Dann sag mal an. Wie geht's dir? Man nennt mich den Waddle, die Gelehrten. Kurz nach meiner Ankunft bin ich über dieses mysteriöse Buch hier gestolpert. Es enthält sämtliche Fundorte in der unentdeckter Blaupausen. Außerdem werden darin, wie aus Geisterhand, Highscores und auch viele andere Informationen aus aller Welt verzeichnet. Dir ist bisher keine einzige Blaupause entgangen. Geil. Sollte ich vom Aufenthaltsort einer neuen Blaupause erfahren, helfe ich dir gern dabei, sie aufzuspüren. Eine Autostopfertorte ist schon etwas Feines. Das denken wohl auch viele andere, denn dieses Item wurde bereits 1.088.000 Mal, 463 Mal gegessen. Oh, das ist cool. Du hast bisher 90 Waddledees gerettet und die Gesamtzahl weltweit geretteter Waddledees trägt sage und schreibe 192.172.916. Natürlich
muss man bedenken, dass die Dunkelziffer etwas höher ist, liegt vielleicht so bei 200 Millionen, würde ich sagen. Weil es ja auch Leute gibt, die ihre Switch nicht mit dem Internet verbinden oder hier dem Spiel sagen, nee, nicht mit dem Internet verbinden. Gibt's ja auch. Möchtest du noch mehr erfahren? Ja klar. Die heute wohl angesagteste Spezialpower ist Vulkanfeuer. Und zwar weltweit. Okay. Der wöchentliche weltweite Rekord für Solo-Job leicht beträgt 5740 Punkte. Es wurden insgesamt 53 Waddle-Dees bedient. Die Anzahl an Bonusblumen, die du zum Blühen gebracht hast, beträgt 74. Weltweit sind bis dato 218.531.333 Bonusblumen erblüht. Möchtest du noch mehr erfahren? Ja, schon. Also mal sehen. Ja, der Weltrekord für den Sieg über Tropic Woods mit der Power Normal liegt bei... ...5 Sekunden und 80 Millisekunden. Alles klar. Kaum zu glauben, aber das beliebteste Item im Waddle-Dee-Café ist eine Maxi-Tomate. Es wurde insgesamt 2.716.875 Mal bestellt. Ja, logisch. Du hast bisher 285 Cleffys besiegt. Die Gesamtzahl aller weltweit besiegten Cleffys beträgt unglaubliche 499.925.892. Möchtest du noch mehr erfahren? Nee. Also, ich würde mir gern noch mehr anschauen. Wie geht's dir, Kirby? Möchtest du etwa hören, was sich in der Welt so zugetragen hat? Dir ist bisher keine einzige Blaupause entgangen. Okay. Du hast auf deinem Abenteuer bisher 204 Mal Objekte eingesaugt. Weltweit wurden sogar 602.962.912 Mal Objekte eingesaugt. Du hast bis zum jetzigen Zeitpunkt 7.930 Sternmünzen gesammelt. Doch damit nicht genug. Weltweit wurden insgesamt 21.169.218.722 Sternmünzen gesammelt. Ich find's ganz... Was? Du meine Güte, Kirby, dein Wissensdurst kennt wirklich keine Grenzen, nicht wahr? Ja, das ist echt? Was? Dein Streben soll belohnt werden, und zwar mit dieser besonderen Figur. Ihm selbst? Ja. Mit dem Waddle-Dee-Gelehrten. Geil. Alles klar. Falls du noch mehr erfahren möchtest, ich bin jederzeit für dich da. Das ist cool, aber ich hätte gerne eine Statistik, wo man das nachlesen kann und nicht so etwas, wo man durchklicken muss, damit man sich wirklich alles anschauen kann. Das wäre unglaublich cool. Also das wäre wirklich richtig fett. Und wir treten den einfach, oh Mann, wie asozial, wir treten den einfach ihre Sachen vom Tisch runter. Holy shit. Okay, schauen wir mal. Ja, Elan-Decker-Blaupause, ja klar, wir können direkt loslegen. Ja, uhu, geil. Ja, los. Zack, Entdecker. Entdecker-Blaupause. Entwickeln. Los geht's. Und damit wäre übrigens auch geklärt, wie wir es herausfinden, wo es Blaupausen gibt. Wir müssen zum Waddle-Dee-Gelehrten. Gut, es werden jetzt einige von euch sich wahrscheinlich denken, Alter, ja gut, aber was ist, wenn man in einem Level eine Blaupause verpasst? Und ja, muss man dann jedes Mal zu dem Waddle-Dee-Gelehrten rennen? Nee.
ganz am Ende des Spiels einmal. Ganz einfach. Also, ja, ich finde es okay, dass das so gelöst wurde. Aber ich hätte es, wie gesagt, lieber mit so einem Icon noch gehabt. So, wenn man zu einem Level geht, wird ja auch... Ist das cool. Ist das cool. Du hast den Boss besiegt und ein neues Gebiet freigeschaltet. Die Vundaria-Ruinen. Ist das geil. Ah, oh, wie cool. Ein Freizeitpark. Oh, was? Zum Teufel? Ui, ein Vergnügungspark und so viele Fahrgeschäfte. Das wird ein Spaß. Ja, Mann. Ist das cool. Ja, gut. Aber das im nächsten Part. So wie hier bei den Waddledees hätte ich das gerne. Dass da dann steht, yo, du hast es nicht eingesammelt oder yo, du hast es eingesammelt, das wäre echt geil. Aber, na gut. Lasst uns den Boss besiegen. Oh ja. Na, wir nehmen natürlich das Ding hier mit. Zack. Und ich muss mich echt zurückhalten, nicht auf B zu drücken. Ich will die ganze Zeit aus Gag B drücken, so wie beim Eagle oder bei den Chakrams oder Feuerfähigkeit. Da macht das ja alles nichts. Aber hier, den Kugelblitz, den haben wir nur ein einziges Mal. Wenn wir... Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es durch Plus drücken abgebrochen wurde. Aber man kann das Ding auf jeden Fall... Es wurde zumindest verkürzt. Okay. Zack. Wie wurde der Boss in 5 Sekunden besiegt? Ja, okay, cool. Hopp. Okay, zerstöre die Wurzeln von Tropic Woods. Wir haben zwar nur eine zerstört, aber es zählt. Zack. Alter, okay. Geil, wir können diese komischen Dinger hier einsaugen. Ah, Moment. So. Ja, okay, nice. Wir müssen auf diese große Welle achten. Nicht schon wieder die Scheißwurzeln. Alter. Zack. Ich hoffe, man kann sich an den Wurzeln nicht mehr verletzen. Wird sonst ziemlich assi. Ja, alles klar, okay. Nein, nein. Ach, scheiße. Mann, wir hätten es doch fast geschafft. Das ist so safe, ne? Herausforderung davon. Aber ich denke, ich werde wieder einen Decker nehmen. Um die zu schaffen. Sie gehen den Boss ohne eine Spezialpower einzusetzen. Ja, okay. Okay, dann machen wir den jetzt noch einmal. Und ich hoffe... ...dass... Ja, ich hoffe echt, dass die letzte...
Challenge dann sein wird, den Boss ohne Damage zu bekommen, zu besiegen. Das wäre echt cool. Hallo. Und man kann das Ding tatsächlich mit Plus überspringen. Oh, okay. Ja gut, alles klar. Ja, kriegen wir aber hin. Ich denke, das sollten wir hinbekommen. Zack. Lass mal hier hinten eine fallen. Das dann nicht, okay. Oh, Alter. Sollte echt besser auf die Schatten achten. Aber hier hinten... Moment. Für die Wurzeln fällt mir gerade ein. Okay, können wir nicht. Wir können nicht darunter. Okay. Das war ziemlich einfach. Na, als ob. Mann. Ich möchte aber jetzt auch nicht hier rausgehen. Ich möchte schon... Ich möchte ihn schon jetzt fertig machen. Damit wir dann hinterher safe sehen, was die Herausforderung ist. Da haben wir's. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist die dritte Challenge? Wie gesagt, wahrscheinlich ohne Damage zu bekommen. Und genau so ist es. Ja, gut. Wie mache ich das dann? Ja. Ich denke, ich werde mir wieder die Entdeckerfähigkeit nehmen und das jetzt einfach direkt machen. Komm. Ich möchte es nämlich eigentlich zeigen, wie ich es schaffe. Ob ich es schaffe. Nee, ich denke, ich werde es schaffen, aber... Ja. Aus zeitlichen Gründen werde ich aber einen Kugelblitz benutzen. Ist mir gerade mal so eingefallen. Ich denke, den Rest... dürften wir dann auch hinbekommen. Ohne getroffen zu werden. Und ohne Spezialpower. Ich denke, das bekommen wir hin. Ja. Also, let's go. Und da fällt mir gerade auch noch ein, wir müssen... noch die Challenges machen, ne? Ja. Ja, schauen wir erstmal, wie lange wir hier für einen Boss brauchen. Ich
Komm, überspringen. Sehr gut. Oh, Alter. Nee, geh weg. Geh weg. Alles klar. Damit hätten wir das. Ich hätte auch gerne den Kugelblitz erst später benutzt. Jetzt in der Phase, wegen seinen echt verdammt nervigen Schutzschild. Aber ich weiß nicht, wie das dann... Ja, okay. Ich weiß nicht, wie das dann gewesen wäre mit dem... Nein! Ach du Drecksau, Mann! Scheiße. Ich hätte dann die Spezialpower ausspucken müssen und... Ach nee, jetzt muss ich mir auch noch... Jetzt muss ich mir das Dingen auch noch wiederholen. Muss die Spezialpower dann immer ausspucken und wieder aufsaugen. Aber komm, ich glaube, das machen wir so. Weil es am Anfang noch sehr einfach ist. Da kommen nicht die Wurzeln, da kommt nicht dieses komische Schutzschild, da kommen nicht so viele Nüsse runtergeflogen. Ich denke, das machen wir so. So, rein da. Und jetzt machen wir es endlich. Let's go. Dieser Weg hier zum Boss ist auch immer... Ah, weiß nicht. Ah, ist uncool. Aber jetzt auch nicht so schlimm, dass ich das cutten müsste. Oh ja, stimmt. Wollte ja erstmal... Ah. So. Zack. Ja, das wird ein bisschen nervig, aber gut. Passt. Machen wir so. Alles klar. Und bisher klappt das echt gut. Zack. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Okay. Haben wir. Wenn er gepustet hätte und ich gerade aus dieser komischen Animation rauskomme. Ah, weiß nicht. Das wäre... ungünstig gewesen. Okay. Okay, okay, okay. Glaube ich, wurde nicht getroffen, oder? Ich hoffe, ich wurde nicht getroffen. Komm, ey. Mach das scheiß Schutzschild weg. Oh, das geht? Das geht. Wir können seine dummen Wurzeln kaputt machen, bevor die zu uns hinkommen. Okay. Ich wollte es ausprobieren und es hat funktioniert. Sehr gut. Komm schon, hallo. Ach, gut. Der Stern ist aus irgendeinem Grund nicht durchgegangen. Der vorletzte. Aber der letzte war ein Volltreffer.
Besiege den Boss, ohne Schaden zu erleiden. Haben wir geschafft. Und ich denke, wenn man sich direkt um die Wurzeln kümmert, ist das echt gar nicht so schwierig. Ich denke, das hätten wir auch mit dem Entdecker geschafft. Okay. Alle Waddledees an der ewig Blauküste gerettet. Nice. Achso, ich habe übrigens auch die im ersten Bereich nachgeholt. Nur, das habe ich. Das. Hatte ich keinen Bock, das extra reinzuschneiden. Da hat uns noch dieses finde die Passage auf dem Weg nach oben, dieses Dingen. Hat uns da noch gefehlt, habe ich kurz gemacht. Und ja, es gibt nur zwei Passagen, wo man nach oben gehen kann. Und das war bei der ersten. Um das mal sehr spät nachzureichen. Bring Licht ins Dunkel, Laternenschalter. Hast du es nicht schon mal gemacht? Ah, nein. Okay. Okay. Das wollte ich jetzt nicht machen. Aber gut. Eine Minute. Okay. Ach, komm schon. Und Scheiß. Mann! Nein! Mann, ey, hätte ich bei den letzten Dingen nicht so blöd verfehlt und wäre ich hier am Anfang nicht aus Versehen nach vorne geprescht. Dieser Flammenattacke. Dann hätten wir es auf jeden Fall First Try geschafft. Na komm schon. Nerv jetzt nicht. Ah. Ja, aber schaffen wir jetzt. Ja, easy. Easy. Ich glaube, man hätte sogar 50 Sekunden machen können. Weil eine Minute ist schon. Na, ist schon sehr einfach. Hm? Ah, okay. Oh. Chakram-Bumerang, werfen, wirbeln, weiter, trifft die Schalter. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Ja, okay. Was? Was ist das? Ach Mann, ja, okay, komm. Machen wir noch mal. Thank you.
Okay, alles klar. Nice. Was zum Teufel? Mann, mach dich doch mit diesen dummen Blockaden weg. Haben wir's? Hatten wir 2 Minuten am Anfang? Jawohl. Alles klar. Auch sehr einfach, würde ich sagen. Schon wieder 2 Sterne. Nee, stopp. Nicht nochmal. Und jetzt 3 Sterne. Schritt für Schritt, bewege die Treppen. Oh, das soll 1:45 mindestens, also ja, ungefähr 1:45 dauern. Nee, Mann. Komm, raus, raus! Hallo, ach Mann, ey. Alles klar. Geh doch. Okay. Nein. Scheiße. Okay. Alles klar. Gut. Wie viel hat man denn am Anfang? Ich glaube 3 Minuten, ne? Alter. Okay. Au. Au. Scheiße. Hier muss man wissen, wie man es macht. Oder machen muss. Hier muss man es auf jeden Fall wissen. Ja, hier kommen wir nämlich jetzt nicht mehr durch. Machen wir es nochmal. Ich denke, ich weiß, wie man es machen muss. Alles klar. Zack. Weiter geht's. Ja, okay. Hier habe ich kurz Zeit verloren jetzt. Aber passt. Kriegen wir hin. So. Und hätten wir das auch. Die wieder kaputt stampfen. Ich weiß nicht, ob wir die direkt ausspucken können, die Treppe, um da Blöcke zu zerstören und ein bisschen Zeit zu sparen. Genau. So wird's dann gemacht.
Hier dann das. Mit dem rüber. Okay. Hier können wir nicht wirklich Zeit sparen. Ich wollte es kurz ausprobieren. Ich hoffe, das hat jetzt hier keinen großen Einfluss gehabt. Nein, wir müssen unten sein. Wir müssen unten sein. Ja, komm. Kriegen wir hin. Zack. Und umfallen. Wir haben nicht mehr lange. Weiter geht's. 4 Sekunden. Und wir haben es geschafft. Oh, Alter. Oh, Mann. Okay. Das war krank. Kriegen wir hier auch eine Benachrichtigung? Nein, weil noch was offen ist oder weil man einfach keine Benachrichtigung bekommt. Nee, ich denke, man bekommt hier einfach keine Benachrichtigung, dass man alle Sternjuwelen gesammelt hat. Und dann würde ich sagen, geht's im nächsten Part weiter mit Willkommen in Vundaria. Ich habe da schon mega Bock drauf. Die Kirmeswelten. Ich hoffe, das wird jetzt öfters zu einem Thema, weil ich habe die ja auch in Super Mario 3D World so hart abgefeiert. Und keine Sorge, Super Mario 3D World wird auch noch kommen. Ich weiß nur noch nicht, wann. Gut, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.